what do you like most about the Porsche Tennis Grand Prix? Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen, weil die Spielerinnen haben es, glaube ich, schon mehrfach zum besten Turnier des Jahres gewählt, zu Recht. Erstmal die Organisation ist unglaublich, die Arena ist unglaublich, das Essen, darüber brauchen wir gar nicht reden, weil da, glaube ich, könnte ich den ganzen Tag sitzen und nur essen, was sonst auch nicht normal bei mir ist. Nee, es ist einfach alles zusammen, was, ja, was die Woche und was das Turnier so besonders macht. What do you like most at yourself? ich sage mir grundsätzlich immer für mich selber, ich soll ja, der Mensch bleiben, der ich immer bin. Letztendlich ist es ein Beruf, den ich mache. Es ist nichts ja, Besonderes, was man als Mensch verändern sollte bei einem, weil man soll immer auf dem Boden bleiben, egal ob die Nummer auf einmal höher ist in der Rangliste oder nicht, weil letztendlich bist du immer noch die Person selber und das ist mir wichtig, dass ich mir auch treu bleibe da. As a child you wanted to be like, why? Mein größter Traum eigentlich war es als Kind, Tennisprofi zu werden oder würde ich gerne auch sein. Ja, ich finde das Leben einfach schön, was wir haben und wenn man gut in seinem Beruf ist, ist es so, dass man später halt sich, glaube ich, keine Sorgen mehr machen muss und das ist was, wo, ja, wo ich auch früher als kleines Kind wirklich geträumt von habe, was ich sein wollte. How would other people describe you in 3 words? Ehrlich, definitiv. Ich bin einer, der sagt offen und ehrlich seine Meinung. Dann extrovertiert. Und ab und zu kann ja auch ganz humorvoll sein. Which is your biggest weakness? Sweets, shoes, Make-up. Ich kaufe sehr gern Handtaschen. Das ist ungefähr schon meine, was weiß ich, wie vielte, 40., 50. Und Parfüms definitiv. Also da ist es meine größte Schwäche. Da kann die Angie Kerber auch noch ein paar Wörter zu sagen und die Annalena, weil wir waren schon relativ oft ja, Parfüm shoppen und ich rieche eigentlich bei jedem Turnier anders. What would you do if you were not a professional tennis player? Grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz interessant, in so einem Hotel zu arbeiten. Das habe ich immer mal gesagt, dass ja, so nicht an der Rezeption unbedingt, aber so in der Buchhaltung, im Hintergrund, an Computern, das finde ich eigentlich sehr interessant. What would you like to meet, but have never had the chance yet, and why? Ich würde gern mal ja, zu einem Biathlon-Event gehen und die ganzen Biathleten kennenlernen. Leider hat ja meine Lieblingsbiathletin aufgehört mit Magdalena Neuner. Aber grundsätzlich ist das, wo ich gern hin würde. Ich hatte auch schon mal eine Einladung, aber konnte sie leider nicht wahrnehmen, da ich schon in Amerika und in den Wales war dieses Jahr bei der WM. If you could give your parents any gift, what would you give them? Ich glaube, das, was meine Eltern für mich gemacht haben in meinem Leben bis jetzt, das kann man nicht mit einem Geschenk ja, wiedergeben. Da gehört einfach ein riesiges Danke und ja, stolz sein darauf, dass man von seinen Eltern die Chance gekriegt hat, das alles zu machen. Denn das hat auch nicht jeder und darauf ist man sehr stolz und dankbar. Deswegen, ich glaube nicht, dass es dafür ein besonderes Geschenk für gibt, sondern einfach ein riesen Danke. Describe your perfect day off. Den ganzen Tag im Bett liegen, faulenzen, Fernseh schauen und ja, eigentlich gar nicht aufstehen. Das wäre so ein perfekter Day off für mich. Rock or Pop, why? Eigentlich höre ich beides gern. Also das, ich bin ein absoluter Musikfreak, dass ich die ganze Zeit mit dem iPod höre. Letztendlich bin ich so auch so ein Rihanna-Typ und ja, Pink oder Lady Gaga, also es ist alles gemischt, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber es sind für mich einfach alles, ja, großartige Sänger und Sängerinnen, deswegen kann ich da nicht entscheiden, ob Rock oder Pop. Please sing us your favorite song. Oh, bitte nicht. Ich glaube, das will ich keinem antun und das werde ich auch nicht tun. Das war's. Bitteschön.